Während des Kalten Krieges stationierte die Rote Armee fast 1 Million Soldaten in der Ukraine wegen ihrer strategischen Wichtigkeit. Ab dem Tag, an dem die Mauer fiel, kamen keine Gehaltschecks mehr. Es gibt nichts Besseres für einen Waffenhändler als die Kombination von wütenden Soldaten und einem Warenlager voller Waffen. Ich hoffte, dass Generalmajor Dmitri Volkov jede Menge Türen von Waffenkammern auf allen möglichen Militärbasen öffnen würde. Zunächst einmal gehörte er zur Familie, war ein hochdekorierter Held der Roten Armee und so gut wie ständig besoffen. Ich kann dir doch nicht einfach Regierungseigentum verkaufen, Juri. Da muss ich Meldung machen. Meldung? An wen denn? Moskau? Seit letzter Woche liegt Moskau in einem fremden Land. Neue Fahne, neuer Boss. Einen neuen Boss gibt's aber noch nicht. Die sind viel zu sehr damit beschäftigt, wer das Ferienhaus des Präsidenten am Schwarzen Meer kriegt. Das trifft sich doch gut. Die, die es wissen, interessiert's nicht mehr. Und die, die es interessiert, wissen nichts. Zeig mir deine Inventarliste. Diese 45 Jahre des gegenseitigen Hasses zwischen Ost und West hatten die größte Waffensammlung in der Geschichte hervorgebracht. Die Sowjets hatten riesige Arsenale, ganze Berge davon und keinen einzigen Feind mehr. Wie viele Kalaschnikows habt ihr hier? 40.000. Ist das eine 4? Also für mich sieht das nicht wie eine 4 aus, eher wie eine 1. Nein, es ist eine 4. Es ist das, was wir sagen, denn niemand wird den Unterschied feststellen. 10.000 Kalaschnikows für ein Bataillon. Ehrlich, eure Bestände sind gefährlich erschöpft, Dmitri. Du solltest dringend Nachschub bestellen. Aber das wird doch jemand herausfinden. Und was passiert dann? Der kriegt was vom Kuchen ab. Das Ende des Kalten Krieges war der Beginn der heißesten Phase des Waffenhandels. Der Waffenbasar war eröffnet. Fernlenkraketen, Raketen ohne Lenksystem, Mörser, Minen, Schützenpanzer, ganze Panzerdivisionen. Ich schnappte mir sogar eine Schwadron Kampfhubschrauber. Die ausgefeiltesten Kampfmaschinen, gebaut für einen Krieg mit Amerika, der nie stattfand. Синок, ну-ка дуй отсюда, не то хуже будет. Я его разберу закрытыми глазами. Und ich werde dafür sorgen, dass sie endlich einen Schuss im Gefecht abgeben können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht das war, was Genosse Lenin gemeint hat, als er von der Umverteilung der Reichtümer sprach.